Und wir sind wieder zurück in Nerudes Festung. Wir erinnern uns, wir sind hier nicht weiter. Wir haben gespeichert. Aber jetzt geht's weiter und wir haben hier Feuer, wo mich etwas an Donkey Kong erinnert. So mit den Fässern, ne? Hat was. Hat eine Ähnlichkeit. Das war knapp. Boah. Na. Ja, mich ein bisschen. Nein! Jetzt habe ich das Teil runtergeschubst. Wie assi ist das denn? Komm. Er will ja nicht sein, dass es irgendwie assi ist, aber irgendwie ist das assi. Boah, hätte mich das jetzt wieder erwischt. Wäre ich aber wahrlich ausgeflippt. Au. Meine Zeit ist erstmal kaputt. Das ist ja mehr als nervig. Ich komme ans Mikrofon. Das ist mehr als unangenehm. Gut, Drecksteil. Drecksteil. Au. Drecksteil. Ich vergesse auch immer, dass da wieder was rausgeschossen kommt. Ich glaube, das Teil ist kaputt. Wir machen es trotzdem komplett kaputt zur Sicherheit. Aber es schießt schon nichts mehr raus. Was ein sehr beruhigendes Ding ist. So, jetzt ist es kaputt. Komm, wir gehen uns doch mal kurz heilen. Das ist ja mehr als ärgerlich. Hui. Die maximale Lebenskraft ist wieder erreicht. Danke. Schöne Musik. Es ist immer so, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, sage ich schöne Musik. Kann man immer bringen. Ist ehrlich. Und ist ein guter Lückenfüller. Über die Musik reden. Ist wie das Wetter im echten Leben. Wenn man im echten Leben nicht weiß, was man sagt, dann sagt man, oh, ist das Wetter nicht schlecht? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ist das Wetter nicht schlecht oder ist das Wetter nicht schön? Und so kann man das auch hier machen mit der Musik. Sagt man, hey, ist die Musik nicht schön? Man weiß gerade nicht, was man sagen soll. Wenn man hin und her läuft oder ähnliches, dann redet man darüber. Ich könnte auch die Musik summen, aber das möchte ich euch jetzt erst einmal nicht antun. Noch nicht. So, hier in dem Raum, wo wir jetzt kommen, ist es ganz lustig, weil man fragt sich hier normalerweise gerechtfertigt, warum sind die Teile da? Und die lassen sich nicht verschieben. Das gibt man schnell auf. Aber es gibt einen Hinweis, und zwar hier, unter dem da, ist das ein bisschen abgefuckt, also dieser Abgrund. Und dann kann man, daran kann man sehen, dass man es verschieben kann. Wie, das habt ihr nicht daran gesehen, dann solltet ihr nicht der Lundra spielen. So, und so kommen wir darauf. Können lesen. Der Motorenraum liegt direkt hier unten. Die Schalter müssen richtig gedrückt werden, um hineinzukommen. Wege die Hebel in dieser Reihenfolge, um die Schalter zu aktivieren. Links, rechts. Links, links, rechts, rechts. Okay. Links. Rechts. Hm. Ah, okay, hat funktioniert. Alles klar. Weil jetzt haben wir hier rechts und ich glaube auch links haben wir zwei und Eingänge nach unten. Und wir sehen, wir haben hier einen Maschinenraum mit zwei Schaltern. Wie assi ist das denn? Okay, wir kommen so schnell nicht rüber. Irgendwie check ich das jetzt nicht ganz. Oder meinst du, das Rätsel mit links, rechts gilt dort schon? Wie war das? Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Ach, tatsächlich. Okay, sehr cool. Was hat das jetzt aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt erst gedacht, man musste nämlich reingehen und hinten die Teile öffnen. Das wäre ein Rätsel im Rätsel. Das wollte ich gerade gar nicht, aber gut.
So kann es auch gehen. Wir verschieben erstmal wieder hier diese wunderschöne Figur. Denn wir sind da runtergesprungen. Aber es geht ja noch eine Ebene weiter. Das ist eigentlich das Interessante, wo es die Ebene weitergeht. Gut, dass wir das Teil zerstört haben. Haben wir jetzt nicht den Stress. Wäre ja sonst echt ärgerlich. Okay. Was erwartet uns hier? Zum Weitergehen muss der Schalter betätigt werden. Drück jeden Schalter einmal, dann zweimal in umgedrehter Reihenfolge, um hineinzukommen. Okay. Macht mir ehrlich gesagt Angst hier. Wie weit geht das? Bitte berühre mich nicht, bitte berühre mich nicht. Au! Das war so klar. Wer denkt sich so was Perverses hier aus? Au. Wer? Tabaka! Bleib stehen, du Ungläubiger! Es ist verschlossen. Ich bin zwar jetzt kein Profi, aber ich muss behaupten, wir kommen hier nicht weiter. Ich war verlaufen, ist unten Schalter. Ich glaube schon. Gut. Meine unglaublichen Fähigkeiten sagen mir, dass es wohl verschlossen ist. Das war klar, dass es mich wieder berührt, weil ich mich wieder falsch hingestellt habe. Um so einen halben Millimeter, so ärgert mich immer schon. Eins. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das hier das Rätsel schon ist mit den Schaltern. Weil es sind ja nur zwei Schalter. Das würde mich wundern. Was haben wir hier in der Kiste? Au. Gut, dass ich den Schalter betätigt habe, damit ich mich nicht an den Stacheln hier unten verletze. Wäre ärgerlich. Okay, diese Figur kann ich nicht zerstören. Für irgendwas muss doch diese Plattform hier sein. Au. Was ist das denn für ein Gnom hier? Wir nehmen jetzt mal ein paar Heilkräuter, weil wir sind doch schon ziemlich jetzt gedamaged. So. Zwei Stück habe ich genommen, so verschwenderisch bin ich mal. Und wir nehmen jetzt mal Olgas Ring. Leben. Leben. Nur einmal leben, okay. Wow. Das macht uns echt viel stärker. Was ist das denn hier? Linke Hand unbrauchbar, rechte Hand funktioniert. Was soll das sein? Hä? Oh, da ist eine Kiste. Mit einem Schlüssel. Check nicht, für was das da unten sein soll. Ach, jetzt verstehe ich es natürlich. Das ist die Hand von dem Typen. Also von Iruda, diese Statue. Sind wir jetzt in der Hand? Na gut, das war's. Das war das aus für unseren Schlaumeier. Das sollte genügen. Ich wusste doch, dass das nicht einfach... Au. Ella. Hör mal auf. Dreht er voll am Rad. Au. Das ist sehr schmerzhaft. Au.
Au. Das ist echt assi. Wir nehmen jetzt einen Krafttrank. Alter, wie asozial, mit was der da alles geschossen hat, war ja nicht mehr normal. Okay, wir haben einen Schlüssel. Schießt er mit Kanonen rum, die dann explodieren? Wie so kleine Granaten, also... Ich weiß ja nicht. Komisch, komisch. Aber niemand hat gesagt, dass Nerude einfach ist. Wirklich niemand hat das gesagt. Oh. Egal. Das ist mir inzwischen wurscht. Yay. Linke Hand. Du bist nicht gerade schlau, wenn du in so eine einfache Falle tappst. Naja, dumm gelebt und dumm gestorben heißt es doch. Beginne mit dem zierlichsten Finger. Okay, wenn... Das ist jetzt die rechte Hand. Ne, die linke. Rechte Hand. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Daumen. Dann ist er das der Zeige, der Mittel, der... Dann ist das der zierlichste Finger. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, stimmt. Und jetzt sterbe ich. Ein dumpfer Schlag ist in der Ferne zu hören. Als ob etwas Großes verschoben wurde. Außerdem scheinen im nächsten Raum schwere Steinblöcke von oben heruntergefallen zu sein. Ja, ne? Dumpfer Schlag in der Ferne. Wow. Aber deswegen wurde es auch nochmal so beschrieben. Einmal ohne getroffen zu werden, ich bin begeistert. Aber wo kommt man jetzt weiter? Ich sag mal, wir müssen wieder zurück. Glaube ich jetzt einfach mal, weil... Erstens ist ja da unten der Speicherstand. Und dort möchte ich speichern, zum Sichergehen und mein Leben wieder auffüllen. Und zweitens glaube ich... Glaube ich zumindest, dass es bewirkt hat, dass sich die Hand bewegt hat. Und dadurch können wir jetzt von irgendwo außen in den nächsten Raum. So, wir können jetzt zwar Chais Rettung überschreiben, das ist ja schon lange her. Okay, langsam geht mir die Melodie sogar auf den Geist, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, sie ist trotzdem gut, aber sie geht mir auf den Geist. Auf den Geist. Go, go, Power Lundra. Ja, wie ich es erwartet habe. Nein, wir werden alle sterben. Lebensdiamant? Erdbuch erhalten. Auch nicht schlecht. Damit sind uns mächtigere Erdattacken möglich. Cool. No. Ach komm ey. Okay, wir mussten ja gar keinen... Ich dachte schon, wir müssen jetzt einen größeren Umweg gehen. Alles cool. Können wir da auf die Tür? Ich meine, die ist verschlossen, aber trotzdem müssen wir mal probieren. Es ist verschlossen. Oh, was für eine Überraschung. Was ist, wenn ich versuche, hier rechts zu kommen? Schaffen wir nicht, ne? Ne, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Eindringling gesichtet. Aktiviert die Falle. Jetzt.
Oh. Ah, es erwischt beide, es ist gut. Gut, die Falle ist jetzt nicht so eindrucksvoll. Geht es auch mal kaputt da links? Alles cool. Alles cool. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Alter, wie viel sind das denn? Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, einfach durchzulaufen. Aber man weiß ja nie. Ich hatte in Erinnerung, dass ich 3 Schläge brauche. Warum brauche ich jetzt so viele, selbst wenn ich auflade? Doch eigentlich die doppelte Kraft hat. Ich behaupte, wir kommen in diesen Raum wieder zurück und dann hat sich das gelohnt, der Aufwand. Na komm jetzt, noch 2 Schläge. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh mein Gott, du riskierst dein Leben, Ungläubiger. Du wirst sterben. Sagte er und sprang in den Tod. Okay, ich hatte schon schwere Rätsel. Oh. Dieses Mal wirst du tot sein. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Alter, hallo? Alter. Wir waren echt fast tot, ne? Hilfe? Ey, das ist schon leicht pervers gerade hier. Wir wären echt jetzt fast gestorben an dem Scheiß. Wir hatten nur noch 1 HP. Ich meine, wir hätten dann noch den Mutter gesagt gehabt, alles cool, aber trotzdem. Alter, wie schwer das hier ist. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie pervers das eigentlich gerade ist. Hä? Alles gut. Alles gut, da kriegen wir den locker. Ohne Probleme. Das hat mich jetzt am Anfang doch etwas überrascht. Aber... leckt auch gerade, ne? Hat mir jetzt gerade das Spiel nicht, dass es mal leckt. Also, ich habe das Gefühl, irgendwie ist das Spiel damit überfordert. Aber egal. Au.
Ich stehe über die Schmerzen. Okay, gleich haben wir's. Ich hoffe, dass das Lecken gleich aufhört. Das ist ja furchtbar. So, das letzte. Ich glaube, dass das Teil das Lecken verursacht. Alter, zieht das ab! Zaubertrank. Füllt die Zauberkräfte. Stärkungselixier. Gibt maximale Lebensenergie. Okay. Ich hätte doch lieber den anderen nehmen sollen. Lebensdiamant? Schlüssel. Schade, Lebensdiamant wäre mir lieber gewesen. Aber einen Schlüssel werde ich wohl brauchen. Wir fahren herauf. Doch wo fahren wir hin? Spannende Fragen. Wieder her, ja? Werde ich wohl irgendwo Schlüssel nutzen können? Ach ja, stopp, jetzt fällt es mir auch rein, wo ich den Schlüssel nutzen kann. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. In dem Moment zumindest, wo ich den Schlüssel bekommen habe. Raffiniert. Und wir gehen rein. Ich denke, wir haben es eh schon fast geschafft.